Für die CDU-CSU-Fraktion das Wort. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Kolleginnen und Kollegen von Bündnis 90 Die Grünen, ich habe zu Ihrem Gesetzesentwurf als Forschungspolitiker zwei grundsätzliche Anmerkungen. Aber ich starte mal mit einer Bemerkung vorab. Dieser Gesetzesentwurf zielt ja, und es ist ja hier in der Debatte auch noch mal ganz deutlich geworden, mit den Stichworten Forschung, Innovation, Mittelstand, vor allem Richtung Union. Und ich nehme diesmal als Kooperationsangebot, obwohl die nächsten Bundestagswahlen und die nächsten Koalitionsverhandlungen noch etwas hin sind. Und bis dato war diese Art von Antrag ja eher eine Masche der Linkspartei gegenüber der SPD. Ich habe es hier oft genug miterlebt. Und es ist schon ein gutes Gefühl, wenn Sie uns umwerben, das sage ich schon mal. Es ist schon ein gutes Gefühl, gebe ich zu, aber es ist auch ein bisschen komisch. Und leider, wie ich ausführen werde, ist es auch nicht so originell, wie Sie tun. Zum Inhalt. Ich bin der festen Überzeugung, dass eine steuerliche Forschungsförderung im Prinzip eine gute Sache ist. So, wie es in unserem Wahlprogramm steht. Aber man muss auch konstatieren, dass wir in der Vergangenheit und in dieser Legislatur eine andere Politik gemacht haben. Und wir haben dies ja anlässlich des diesjährigen EFI-Gutachtens hier an dieser Stelle schon diskutiert. Und es ist ja auch hier gesagt worden in der Debatte, Deutschland steht mit dieser Politik der aktuellen rein direkten Forschungsförderung international sehr ansehnlich da. Das ist ein Fakt. Und diesen Weg gehen in Europa nur zwei Staaten. Auch das haben Sie erwähnt, Deutschland und Estland. Aber schadet Estland der Verzicht auf steuerliche Forschungsförderung? Nein. Auch die Forschungslandschaft in Estland ist in keinem schlechten Zustand. Im Gegenteil. Estland, eine ehemalige Sowjetrepublik, hat seit über einem Jahrzehnt eine der höchsten F&E-Intensitäten aller osteuropäischen Staaten und ist einer der digitalen Vorreiter Europas. Kann man ja hier auch mal ruhig erwähnen. Aber zurück zu unserer Situation. Wir sind in Deutschland eine Nation, die mit ihrem Geld umsichtig umgeht. Zumindest steht die Union dafür. Und da wir Geld nur einmal ausgeben können, sollte unser jetziges Fördersystem auch in seinen Stärken geachtet werden. Dass Sie die Steuermindereinnahmen nicht unerwähnt lassen, ehrt Sie. Aber Sie drücken sich um die Frage, wo wir die Mittel hernehmen. Ein gewisser Umbau der momentan direkten Projektförderung wäre, und das ist auch erwähnt worden, sicherlich unumgänglich. Und das sollte gut überlegt sein. Das ist mein erster Punkt. Trotzdem wiegen die Argumente für eine steuerliche Forschungsförderung als zweite Säule schwer. Steuerliche Forschungsförderung, Sie können mir ruhig weiter zuhören. Sie wissen vielleicht schon alles, aber Sie können mir ruhig zuhören. Ist themenoffen, branchenoffen, breitenwirksam und generiert eine starke Hebelwirkung. Und ich sage mal, ich habe keine Angst davor. Ich finde das richtig. Themenoffen, branchenoffen, breitenwirksam und eine starke Hebelwirkung. Und um die sehr aufmerksamen Beobachter von Lobbycontrol zu beruhigen, ja, diese Argumentation habe ich direkt aus einem Verbandspapier des BDI-BDA. So ist es. Aber diese Argumente klingen nicht nur überzeugend, ich halte sie auch für vollkommen richtig. BDI, BDA verweisen auf Studien, auch das ist hier erwähnt worden, die belegen, dass zu jedem Euro Förderung mindestens ein Euro zusätzliche F&E-Ausgaben eingesetzt werden. Und es deckt sich übrigens auch mit meinen eigenen Erfahrungen im Bereich Forschung und Entwicklung, wobei leider nicht alles nur nach reiner Notwendigkeit gemacht wird oder gemacht werden kann. Ich habe deshalb vor Mitnahmeeffekten auch nicht so große Sorgen wie andere. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen von Bündnis 90 Die Grünen, Ihr Antrag greift zu kurz. Zu kurz, denn Sie bleiben auf halber Strecke stehen. Und Frau Sitte ist, glaube ich, gar nicht mehr da. Aber wenn sie jetzt noch hier wäre, dann könnte sie sich freuen, denn sie hat es schon angekündigt. Ja, wenn wir tatsächlich eine steuerliche Forschungsförderung nach der nächsten Wahl einführen, warum sollten wir es auf KMUs, auf kleine und mittlere Unternehmen beschränken? Warum? Ich bin nicht dafür. Weil die Forschungsförderung von KMUs der Kompromiss der Großen Koalition ist? Nein.
Da sage ich ganz deutlich nein, wenn dieses Instrument eingeführt wird, und ich bin im Prinzip dafür, dann richtig, dann für alle. Und übrigens, das müssen Sie sich dann schon anhören, Frau André, eine steuerliche F&E-Förderung ausschließlich für KMUs findet sich übrigens aus guten Gründen, das können Sie auch in einem wissenschaftlichen Gutachten, in einem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes nachlesen, vielleicht haben Sie es selber auch in Auftrag gegeben, wenn nicht, sage ich es Ihnen, WD4-3000-0,5915 hat herausgearbeitet, dass es in keinem einzigen Land eine ausschließliche steuerliche Förderungsförderung von KMUs gibt. Das heißt, was Sie hier eigentlich vorschlagen, ist wieder eine deutsche Sonderposition in Europa. Darüber sollten Sie mal nachdenken. Und Sie würden am Grundgedanken vorbeiführen, Standortanreize zu schaffen oder Standortnachteile einzudämmen und könnten im Zweifel sogar kontraproduktiv sein. Muss man sich einfach mal überlegen. Wenn man zum Beispiel die Situation hat, dass eine größere Firma ein kleines, innovatives deutsches Unternehmen stützen will, soll ja mal gelegentlich vorkommen, auch in Sachsen-Anhalt, dann hätten wir große Probleme, wenn wir diese Unterscheidung einführen. Wir brauchen eine steuerliche Forschungsförderung ohne zusätzliche Bürokratie und ohne willkürliche Grenzen. Haben Sie mal in einer großen Firma gearbeitet, Frau André? Ich habe das. Ist es ein schlechterer Arbeitsplatz als in einem mittelständischen Unternehmen? Ich glaube nicht. Ja? Ich finde, Sie machen es sich sehr leicht zu sagen, dass wir die großen Arbeitgeber in diesem Land einfach mal zur Seite lassen. Ich glaube, da machen Sie es wirklich ziemlich leicht. Aber ich sage Ihnen auch, und das ist Ihnen natürlich klar, dass wenn wir es so machen, dann kostet es sehr viel mehr Geld, als Sie prognostiziert haben. Und es hätte die zwangsläufige Konsequenz, ich sage es nochmal, dass es zu Verschiebungen in unserer Förderpolitik kommt. Das muss uns klar sein und das wäre zu bedenken. Und lassen Sie uns nochmal darauf im Detail gucken, weil Sie ja offensichtlich von dieser Unterscheidung KMU und große Arbeitgeber so tief überzeugt sind. Ich sage Ihnen mal ganz deutlich, gute und schlechte Forschung hängt ganz sicherlich nicht von der Unternehmensgröße ab. Das haben Sie zwar auch nicht behauptet, aber das steckt ja auch in dieser Logik mit drin. Herr Kollege Lengsfeld, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Kollegin Andrea? Ich freue mich. Bitte schön. Frau Lemke, Sie können es mir noch mehr versüßen, indem Sie mir noch eine weitere Frage stellen. Dann eben nicht. Dann belasse ich es bei Frau André. Wissen Sie, Herr Lengsfeld, Sie haben ja recht, dass die steuerliche Forschungsförderung für alle Unternehmen deutlich teurer werden würde, nämlich ungefähr 4 Milliarden Euro. Und wenn wir beobachten, dass unsere Forschungsförderung konzernlastig ist und dass bei der Projektförderung, und das finden Sie in sämtlichen Studien, sogar beim DIW, ja, dass bei der Projektförderung vor allem die großen Unternehmen zum Zuge kommen, dann stelle ich mir als Wirtschaftspolitikerin die Frage, ob es nicht sinnvoll ist, ein Instrument zu konzipieren, was den Kleinen und den Mittleren zur Verfügung steht. Ich gehe nämlich sorgsam mit Steuergeldern um. Und ich möchte nicht, dass wir 4 Milliarden Euro in die Hand nehmen für eine steuerliche Forschungsförderung und sie allen zugutekommen lassen, sondern dass wir sagen, wir konzentrieren uns darauf, wo wirklich Bedarf ist, wo wirklich die Mittel effizient eingesetzt werden. Und das sind die KMUs. Erzählen Sie mir nicht, dass wir jetzt unterscheiden in guten und schlechten Arbeitsplatz, das ist ziemlicher Kokolores. Sondern gehen Sie mal auf die Frage ein, ob Sie nicht in der Lage sind zu sehen, dass wir eine konzernlastige Forschungsförderung haben und dass wir im Mittelstand viel Potenzial haben, was wir heben könnten und dass wir deswegen den Gesetzentwurf so konzipiert haben. Frau Kollegin André, vielen Dank für die Frage. Im Prinzip beantworte ich Sie gleich in meinem folgenden Redetext. Aber ich sage es auch direkt, ich habe in einem Großunternehmen gearbeitet, in einem von denen von Ihnen, ich will nicht sagen schlecht geredet, aber irgendwie so ein bisschen separierten Großunternehmen. Ist Ihnen eigentlich klar, Frau Kollegin, dass auch in Großunternehmen Substrukturen vorhanden sind, dass bestimmte Produktbereiche sehr klein sind und absolut fast total autonom gemanagt werden, dass da auch geforscht wird? Können Sie sich diese Situation vorstellen? Übrigens eine ziemlich reguläre Geschichte nach Übernahmen. Wenn man eine kleine Firma kauft, behält man die Marke bei, hat eine große Dachmarke darüber, aber gemanagt wird es wie ein kleines und mittleres Unternehmen. Und dann erzählen Sie mal den Forschern in diesem Produktbereich,
dass Sie keine Forschungsförderung kriegen, während eine ganz ähnlich strukturierte Firma, die, mit der Sie in direkter Konkurrenz stehen, ein echter KMU, dann Ihre Spezialförderung genießen darf. Und da sage ich, ich bin nicht dafür. Ich bin dafür, dass, wenn wir dieses Instrument einführen, es allen zugutekommt. Natürlich können wir eine Ausdifferenzierung machen, aber der Grundsatz, und übrigens, das sagt auch die EFI, der Grundsatz ist, dass, wenn wir diese zweite Säule einführen, dann für alle. Die Einführung einer steuerlichen F&E-Förderung hält die EFI für dringend erforderlich. Das ist Ihnen, von Ihnen zitiert worden. Und dann kommt eine Einschränkung, die ich aber übrigens als rein taktisch sehe. Sollten Budgetrestriktionen im Bundeshaushalt nur eine begrenzte steuerliche Förderung ermöglichen, dann sollte zunächst vornehmlich diese für KMU eingeführt werden. Das sagt EFI. Und ganz ehrlich, da haben sich die Wissenschaftler einfach die reale Situation in dieser Legislatur und die reale Situation in der politischen Diskussion angeschaut und haben gesagt, wenn wir es schon nicht durchsetzen können, dass es richtig gemacht wird, dann wird wenigstens der Fuß in die Tür gesetzt über die KMU. Aber ich sage, nein, wir sollten es, wenn, dann richtig machen. Zusammengefasst, und meine Zeit ist auch fast vorbei, noch nicht abgelaufen, aber fast vorbei. Wir haben eine starke Forschungsförderung, auch ohne die zweite Säule der steuerlichen Entlastung. Und wenn wir die zweite Säule einführen, darüber können wir reden, ich bin dafür, dann sollten wir es aber richtig machen, und zwar für alle Unternehmen, die Innovationen in diesem Land machen, die Arbeitsplätze schaffen und die uns voranbringen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Nächste Rednerin ist die Kollegin Dr. Daniela de Ridder, SPD-Fraktion.